Nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der letzten Debatte vor der Sommerpause möchte die AfD wieder einmal ihre rassistische Hetze auf die Tagesordnung setzen. Thema dieses Mal sind die Ereignisse in der Stuttgarter Nacht vom 21. Juni. Aber wir alle wissen ja ganz genau, dass es der AfD wieder um rassistische Hetze und vor allem auch um Fake News geht. Wenn Sie hier von nie dagewesener Gewalt in Stuttgart sprechen, dann möchte ich Sie auch an den schwarzen Donnerstag 2010 in Stuttgart erinnern. Schauen Sie sich auch mal die Bilder von damals an. Ihnen fällt eigentlich auch nichts Neues an. Man könnte sie einfach umbenennen in die rassistische Alternative für Deutschland, denn mehr haben sie auch nichts zu bieten. Sie instrumentalisieren erneut Ereignisse und machen hier ganze Menschengruppen zum Sündenbock ihrer Politik, die mit Gewalt nichts zu tun haben. Schauen Sie sich auch noch mal die Pressekonferenz der Stuttgarter Polizei an, die da auch ganz differenziert berichtet. Und vor allem hätten Sie auch in der Sitzung des Innenausschusses diese Woche mal auch besser zugehört, dann wüssten Sie auch, dass unter den 37 Beschuldigten über die Hälfte Deutsche sind. Auch Original, Ur- oder auch Biodeutsch, wie Sie es auch immer bezeichnen möchten, es waren gemischte Jugendgruppen. Die Polizei spricht auch von einer heterogenen Gruppe. Wenn Sie nicht mal der Polizei glauben, dann ist es Ihr Problem. Angesichts eines Migrationsanteils von 45% in der Stuttgarter Bevölkerung ist diese Zusammensetzung auch normal. Für Sie ist es auch egal, dass die Kontrolle eines deutschen Jugendlichen Ausgangspunkt für die Ereignisse am 21. Juni war. Aber Hauptsache, Sie können wieder über migrantische Jugendliche herziehen. Wir verurteilen natürlich jede Form von Gewalt und auch die Zerstörung von Geschäften oder auch Plünderung und fordern eine umfassende Aufklärung der Ereignisse in dieser Nacht. Es haben sicherlich eine Rolle von vielen verschiedenen Faktoren dazu geführt, dass es zu dieser Entwicklung gekommen ist, aber all das muss noch aufgearbeitet werden. Für uns ist natürlich wichtig, dass diese Situation sich nicht wiederholt, aber härteres Durchgreifen, mehr Polizeipräsenz, Ausweitung der Polizeibefugnisse, mehr Videoüberwachung etc. werden wenig zu der Lösung der Probleme der Jugend beitragen. Wichtig ist, sich die Ursachen genauer anzuschauen, vor allem aber auch präventive Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel Streetworker-Programme, die aber 2012, 2013 aus dem Stuttgarter Haushalt gestrichen worden sind. Viele Sozialarbeiter und auch Multiplikatoren in der Jugendarbeit lehnen die Rufe nach mehr Law and Order und nach mehr Härte gegenüber Jugendlichen ab. Die Lokal- und Fachpolitik scheint viel sachlicher mit der Thematik umzugehen wie die weit entfernte Bundespolitik heute hier. In Stuttgart ist viel von Partizipation, Aufklärung, Dialog und Integration die Rede. Das ist auch der richtige Schritt in die richtige Richtung. Die AfD ist aber weit davon entfernt, ein Interesse daran zu haben, dass sich die Situation vor Ort für alle verbessert. Viele Jugendliche mit einem sogenannten Migrationshintergrund werden weiterhin tagtäglich Opfer von Rassismus und Diskriminierung. Dazu gehören auch Polizeipraktiken wie Racial Profiling. Hierfür gibt es auch zahlreiche Studien, unter anderem auch Studien des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Rassismus ist leider auch in den Behörden und auch innerhalb der Polizeistrukturen kein vereinzeltes Problem, sondern ein strukturelles Problem, was wir ansprechen und angehen müssen. Deshalb fordern wir mehr Studien, mehr Analysen und mehr Aufarbeitung und vor allem auch unabhängige Beschwerdestellen. Die AfD betreibt mit ihrem rassistischen Diskurs weiterhin ein gefährliches Spiel für die Spaltung unserer Gesellschaft. Dabei ist sie selbst die größte Gefahr und vor allem das größte Sicherheitsrisiko in unserer Gesellschaft. Es vergeht keine Woche, in der wir nicht davon hören, dass wieder ein Neonazi entdeckt wurde, der für die AfD arbeitet. Der Bundestagsabgeordnete René Springer hat einen Neonazi eingestellt, der einer rechtsextremen Prepper-Gruppe angehört, die sich auf einen Rassenkrieg vorbereitet und sich dafür auch bewaffnet hat. Sie sind der politische Arm solcher rechtsextremer Terrorgruppen. Die größte Gefahr geht weiterhin vom Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft aus. Das weiß auch der Bundesinnenminister. Denken wir noch an Hanau? Denken wir noch an Hanau? Denken wir an Gökhan Gültekin, an Sedat Gürbüz, an Said Neşar Haşimi, an Mercedes Kirpaç, an Hamza Kenan Kurtovic, Viroel Paul, Fatih Saracoğlu, Ferhat Ünvar,
Kaloyan, Welkow, Sie alle sind Opfer rassistischen Terroranschlags. Und Ihre Namen dürfen wir nicht vergessen, denn das alles ist auch Ergebnis Ihrer Hetze gewesen. Die AfD trägt rassistische und antisemitische Bilder. Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Und Sie haben vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt hat das Wort der Kollege.